Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kallis Wins and Fails. Heute habe ich Royal Champion dabei und werde mit ihm das Fairgrove Championat machen. Die Webcam habe ich deswegen nicht dabei, weil Fabi noch streamt. Und ja, ihr kennt das Ganze schon. Ich mache jetzt einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Also, bis gleich. So, und da sind wir auch wieder. Gleich werden die Gruppen schon zusammengestellt. Oh Mann, was ist hier gerade wieder ein Zoff los? Mensch, Leute, macht doch nicht immer hier so einen Krieg wegen mir, wenn ich das hier lese, dass sich hier die Leute gegenseitig anschreien und dass ich nicht herkomme und... Mensch, spielt doch einfach nur zusammen. Ach ja. So, die Gruppe wird erstellt. In Gruppe 2 sind wir diesmal. Ach du Schande. So, wen haben wir denn hier? Kerstin Spiderheart, Vanessa Bluelord, Sophie Appleyard, Kerstin Starstorm, Rebecca Flowerblanket, Petra Flowerweb, Sienna Youngren, Elena Underpaw, Stacy Lightbrook haben wir da, Therese Westbridge sehe ich dann noch, die Bohuslava, Lightning Cake sehe ich dann noch, wen haben wir hier? Sienna hatten wir, glaube ich, schon, oder? Ja, hatten wir schon. Jamie Dawnstone haben wir dann noch. Vanessa Bluelord hatten wir auch schon. Cutter Snowland haben wir dann da hinten noch. Nadine Haybear. Und wen haben wir da hinten noch? Ich sehe gar nicht mehr so weit. Wir lesen das ja am Schluss. Wir streiten und Lügen zu verbreiten. Diese Tyra irgendwie will die ganze Zeit sagen, dass ich nicht da bin, was ja natürlich nicht stimmt. So, wir machen jetzt den Chat zu. Jetzt habe ich leider keine Zeit mehr gehabt, hier irgendwie was zu schreiben. So in Richtung viel Glück und viel Spaß, aber ich wünsche es natürlich allen an dieser Stelle. So, auf geht's. 6 Championatsgruppen haben wir noch. Tut mir leid, dass es diesmal wieder nur das Fairgrove Championat geworden ist. Ich bin nicht vorher fertig geworden. So. Ich traue mich wieder nicht hier... Ich reite hier mal die Hasenfuß-Variante. Ich traue mich irgendwie nicht, den ganz engen Weg zu reiten. Mensch, hier, sag mal, wir hängen hier aber in einer Truppe zusammen. Das ist ja hier eine wahre Wonne. Das ist ja das große Gruppenkuscheln. Ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. So, ich habe übrigens heute mein Glücksschweinchen dabei. Dass ich da immer springe. Ich kriege das irgendwie nicht mehr hin, ohne zu springen. Das ist ja hier... Also ehrlich... Früher war das kein Problem. Jetzt kriege ich es irgendwie nicht mehr auf die Reihe. So. Oh nein, 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 nein. Da bin ich wackelig geworden und warum auch immer. Ich habe die ganze Zeit nur noch links und rechts gelenkt. Oh, ich weiß auch nicht. Mir fällt es tatsächlich aber auch wirklich schwer, bei diesen Lichtverhältnissen, wenn ich das späte Fairgrove Championat reite, durch den Regen hier die Strecke noch 1A zu sehen. Das war jetzt schon wieder, ich bin viel zu schräg angeritten. Also schade, bis zu dem Zeitpunkt war ich echt gut dabei. Ich meine, Platz 5 ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber man ärgert sich natürlich trotzdem, wenn man weiß, man hat einen Fehler gemacht, der definitiv vermeidbar gewesen wäre. So, Platz 4 momentan. Es wird noch, es wird noch. Platz 3 werde ich definitiv nicht mehr schaffen. Dazu bin ich zu weit hinten, das ist nicht mehr machbar. Die erste ist auch schon im Ziel. Aber okay, ich meine, Platz 4, damit kann ich leben. Also es könnte definitiv schlimmer sein. So, dann gucken wir doch jetzt gleich nochmal die komplette Liste durch. Ich bin gespannt, wen wir jetzt hier alles gesehen haben. So, aber ein bisschen müssen wir uns jetzt noch gedulden. Und ja, ich habe aufgenommen. So, ich muss übrigens schauen, ob ich morgen auch nochmal Wins and Fails bringe. Morgen kommt ja das Torgejubel zum Spiel, oh Gott, Slowakei, Tscheche, Slowakei, Deutschland meine ich. Ich meine, es wäre Slowakei-Deutschland im Achtelfinale. Ich bin mir da irgendwie immer noch so ein bisschen planlos. Wie gesagt, sollte sich noch irgendwas an den Streamzeiten verschieben, dadurch, dass ja das Fußballspiel genau mit unserem Stream anfängt, sollte sich irgendwas vorverlegen oder verschieben, dann kommt dazu ein Extra-Video. Das heißt, morgen Augen auf am Kanal, wenn ihr denn beim Stream dabei sein wollt, egal ob über Twitch oder selber mitreiten. Sollte sich an der Zeit was verändern, dann werde ich definitiv noch ein Video dazu machen. So... Wen haben wir denn da? Ich gratuliere hier an dieser Stelle mal allen, die mitgeritten sind, generell. Ihr kennt das ja schon.
weil jeder hat sich seinen Platz irgendwie irgendwo erritten und selbst wenn man ganz hinten ist, heißt es nicht, dass man Banane geritten ist. Das muss man mal ganz klar so sagen. So, da haben wir die Sophie Appleyard, Stacey Lightbrook, Jamie Dawnstone, Rebecca Flowerblanket, Therese Westbridge, Sienna Youngren, Kirsten Highright, Kerstin Starstorm und jetzt kommen wir zu den Platzierungen der ersten 10. Auf Platz 10 die Elena Underpaw, auf Platz 9 die Vanessa Blue Lord, auf Platz 8 die Cutter Snowland, auf Platz 7 die Catherine Northknight, auf Platz 6 die Kerstin Spiderheart, auf Platz 5 Nadine Haybear, auf Platz 4 bin ich dann tatsächlich noch gelandet und ganz besonders herzliche Glückwünsche natürlich an die ersten 3. Auf Platz 3 Diana Winter Valley, auf Platz 2 die Bohuslava Lightning Lake und Gratulation zu Platz 1 an die Petra Flowerweb. Ja, ihr Lieben, das war's schon wieder von den heutigen Wins and Fails. Und wie gesagt, ich schaue mal, ob ich morgen noch was bringe. Morgen kommt definitiv, wie gesagt, Torgejubel. Und was den Stream angeht, wie gesagt, sollte sich was zeitlich verschieben, mache ich noch ein extra Video, sollte kein extra Video kommen, dann wisst ihr, der Stream startet ganz normal wie gewohnt. Also Lieben, ich verabschiede mich an dieser Stelle für heute und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!